Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, wer übernimmt beim FC? Nach Anfang aus, vor allem drei Namen, werden jetzt gehandelt. Plötzlich ging alles ganz schnell. Der erste FC Köln hat Trainer Markus Anfang mit sofortiger Wirkung entlassen. Samstag 20.15 Uhr bestätigte der Club, was Express bereits berichtet hatte, und machte den Rauswurf offiziell. Samstagmorgen war das für 10 Uhr angesetzte Training kurzfristig abgesagt worden. Ein klares Indiz. Warum sollte der Verein Anfangs Plan über den Haufen werfen, wenn alles normal weiterläuft? Beim nächsten Training, am Montagvormittag, wird ein anderer Coach auf dem Platz stehen, und zwar der U21-Mann André Pawlak. Chefscout Manfred Schmidt assistiert ihn. Nach Express-Informationen werden Anfang und seine Co-Trainer Tom Schichon und Florian Junge, deren Verträge bis 2021 liefen, rund 1 Million Euro Abfindung kassieren. U21-Trainer André Pawlak übernimmt bis zum Saisonende. Er war mit seinem Team noch Samstagnachmittag in der Regionalliga gegen Wiedenbrück im Einsatz. Chefscout Manfred Schmidt war bereits 2014 als Co-Trainer von Peter Stöger mit dem FC aufgestiegen. Samstagmittag bereiteten die beiden Vizepräsidenten Toni Schumacher und Markus Ritterbach, die beiden Geschäftsführer Armin Fee und Alexander Werle sowie Frank Ahling am Geißbockheim über die Zukunft. Anschließend gingen die Bosse zum Spiel der FC Reserve gegen Wiedenbrück und sahen Pawlak siegen. Nach der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt am Freitagabend hatte Geschäftsführer Fee zunächst nur erklärt: "Ich muss das erstmal sacken lassen. Ich sage etwas, wenn ich was zu sagen habe." David Wagner, André Breitenreiter oder Achim Bierlotzer, neuer Trainer? Als mögliche Nachfolger für die neue Saison schwirrte im Geißbockheim schon länger der Name Bruno Labbadia herum. Für den Ex-Profi ist im Sommer Schluss beim VfL Wolfsburg. Nach Express-Informationen übernimmt Labbadia allerdings nicht beim FC. Es werden viel mehr andere Namen am Geißbockheim gehandelt. So soll David Wagner ein Kandidat auf den Trainerposten sein. Der dicke Kumpel von Jürgen Klopp hat zuletzt über 3 Jahre lang einen richtig guten Job bei Huddersfield Town gemacht und drängt nun nach dem England-Abenteuer in die Bundesliga. Mit Schalke und Hertha hat der FC allerdings 2 Konkurrenten, die ebenfalls an Wagner interessiert sind. Eine andere Spur führt nach Regensburg. Dort sind die FC-Verantwortlichen auf Achim Bayerlotzer aufmerksam geworden. Der Ajahn-Trainer, den Frank Ahling aus Leipzig kennt, steht über die ganze Saison hinweg mit seiner No-Name-Truppe in der oberen Tabellenhälfte und hat sich damit gehörigen Respekt bei den FC-Verantwortlichen verschafft. Ein dritter Kandidat ist der zuletzt bei Hannover 96 beurlaubte André Breitenreiter. Laut Sport 1 soll zudem der Ex-Augsburger Manuel Baum offen für ein Engagement beim FC sein. Fanwut beim FC nach Darmstadt-Pleite. Freitagabend hatten Anfang und die Mannschaft die volle Wut der Fans abbekommen. Nach der Darmstadt-Pleite hatte es im Rhein-Energie-Stadion ein gellendes Pfeifkonzert und Anfang Rausrufe gegeben. Die Tabellensituation des FC ist weiterhin komfortabel. 8 Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz 3. Das nächste Spiel des Spitzenreiters findet am 6. Mai in Fürth statt. So, das war's schon wieder mit der nächsten Folge von Einfache Wissen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr über das Thema denkt. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Video und ciao.